Hallo, 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 hier ist wieder Shoki Banoki New Television mit Daily, deiner Tagesdosis Angeberwissen. Ich bin der Sashi und das ist der Till von... Was denn? Was ist passiert? Das ist nichts, du greifst mich täglich an. Das ist der Till und von dem YouTube-Kanal Till und sein Vlog, da könnt ihr mal gucken. Und wir haben heute den... Was haben wir heute eigentlich? Ach so, ja, genau, Entschuldigung. Den 2. November... Ja, wir sind so leger hier gekleidet, so im kurzen, aber wir sind ja indoor. Wir sind ja indoor und haben die Heizung an. Deswegen ist der 2. November heute. Und am 2. November haben wir auch ein berühmtes Geburtstagskind wieder. Ja, haben wir. Und das ist heute wer? Andreas Burani. Andreas Burani. Ein Hoch auf Andreas Burani. Nee, auf Hoch, genau, stimmt, nicht auf uns, genau. Aber das singt er ja. Ein Hoch auf uns. Genau, unter anderem. Auf dieses Leben. Ja, er hat ja noch anderes. Auf die. Das ist alles nur in meinem Kopf. Das ist alles nur in meinem Kopf. Oder in deinem. Ja, stimmt, das ist das Lied. Ja, kenne ich auch. Gibt's auch gut, ne? Ja. Also, er kann ja ganz gut singen, ne? Ja. Durchaus. Endlich mal eine Persönlichkeit, die Geburtstag hat, die auch wirklich singen kann. Wir hatten schon ein paar, die singen können. Ach, komm. Wir hatten schon mal hier den Kollegen von der Einberg, ist egal. 2. November, achso, am 2. November 1920 beginnt das erste regelmäßige Radioprogramm der Welt. Okay. Und das in den USA in Pittsburgh. Ja. Okay. Also heute, am 2. November, aber 1920 natürlich. Ja, das war also schon ein paar Takte her. Ein paar Takte her, genau. Da beginnt das erste Radioprogramm, das öffentliche, in Pittsburgh. Ja, cool. Warst du schon am Radio? Ich war des Öfteren im Radio. Ich auch. Aber noch nicht so früh damals. Nicht? Nee. Ja. Wenn ihr mal eine Radiosendung von uns sehen wollt, dann geht mal auf Late Night, also bei unserem Kanal auf den Late Night. Da ist ja unsere Radiosendung, ist ja da zu sehen, ist ja Käse. Und in einigen davon bin sogar ich ja, zu sehen. Ja, Till ist auch manchmal mit dabei. Genau. Ja, genau. Ich sage nur das Stichwort Till Milft. Ja. Ja. 2. November ist aber auch ein weiterer Fakt stattgefunden. Was heißt stattgefunden? Das ist jedes Jahr. Was denn? Wir haben aller Seelen. Das ist ein katholischer Festtag. Bist du gläubig? Nein, aber du hast es mir aufgeschrieben. Also ja, ich habe es überhaupt nicht. Das hat hier die Angestellte das gemacht. Ja. Ja, genau. Ja, aller Seelen ist heute. Ja. Super, für alle, die aller Seelen feiern. Was feiert man da eigentlich? Alle Seelen. Ne? Okay. Ja, ist ja Tradition am 2. November. Ja, gut, dann... Ja. 1. November aller Heiligen. 2. November aller Seelen. Aller Seelen. Am 3. November... Weiß ich nicht. Ich auch nicht. Alles andere. Wir gehen jetzt auf jeden Fall aller Seelen feiern. Wir gehen jetzt aller Seelen feiern und ich mach mal Prost. Oh Mann. Ja, ich habe ein dunkles Bierchen und ich habe nur eine Cola, wollte ich mal sagen. Ja. Und dann sage ich schon mal Cheerio, Miss Sophie, bis zum nächsten Mal. Prosit.